Willkommen auch zu den anarchistischen Tagen, mit denen wir das hier zusammen veranstalten. Und aus diesem Track ist auch der Vortrag, den wir jetzt hier sehen. Ihr habt vielleicht draußen gesehen, wenn ihr reingekommen seid, dass das hier der Henny-Brenner-Saal ist. Dieser Saal hat verschiedene Namen gehabt über die Zeit und mit diesem Namen ehren wir eine von vielen Personen jüdischer Abstammung, die hier, als es damals eine Munitionsfabrik war im Zweiten Weltkrieg, in Zwangsarbeit schuften mussten. Und daran wird hier erinnert. Wir sehen, jüdisches Leben ja, hat eine schwierige Zeit damals durchlebt und vielleicht jüdisches Leben durchlebt immer schwierige Zeiten in irgendeiner Form. Und von einem besonderen Winkel wird uns jetzt Lilian aus Leipzig berichten zum Thema Anarchismus mit jüdischem Vorzeichen. Es wird etwa eine Stunde Vortrag geben und danach gibt es Zeit für Fragen. Bitte sehr. Mann. Ist das okay? Gut, super. Richtig. Mein Vortrag, also erstmal danke, dass ich eingeladen wurde, danke, dass ihr gekommen seid zu diesem Vortrag und Interesse zeigt, Interesse für den jüdischen Anarchismus. Ich habe, ging davon aus, als ich den Vortrag schrieb, dass hier Leute sitzen werden, die wissen, was Anarchismus ist. Oder so eine grobe Idee haben davon und das würde einfach den Rahmen sprengen, wenn ich über die Spaltung der ersten Internationale sprechen würde, über die Gründung, was Marx gegen Bakunin auszusetzen hatte und so weiter, also wo die Unterschiede zu den Marxisten liegen, und möchte mich auf den jüdischen Anarchismus konzentrieren. Ich hoffe, dass ich da trotzdem alle mitnehmen kann. Auch vorab, ich habe es aus verschiedenen Gründen nicht geschafft, eine separate PowerPoint zu erstellen, aber ich habe euch Bilder mitgebracht und werde so ein bisschen improvisieren. Zum jüdischen Anarchismus. Wie allgemein im Anarchismus lässt sich schwer eine kohärente Bewegung ausmachen, was wir auf jeden Fall sagen können. Womit wir immer arbeiten können, sind Selbstverständnisse. Also wir können Personen heranziehen, die sich als anarchistisch verstanden haben. In meinem Vortrag werde ich darauf eingehen. Wir können auch Publikationen uns ansehen, die sich explizit als anarchistisch verstanden haben, die zum Beispiel Übersetzungen von Kropotkin gedruckt haben und das auch im Programm hatten. Also da geht es um Selbstverständnisse. Nicht um die Fremdzuweisung, sonst kommen wir in Teufels Küche. Was alles als anarchistisch bezeichnet wird, dann wird der Begriff unscharf. Also das ist der erste Teil meines Vortrags. Ich gehe kurz auf ein paar Personen ein und auf Publikationen. Und dann, um zu klären, was eigentlich jüdischer Anarchismus ist, möchte ich mir erlauben, kurz darüber zu sprechen, was ist das Jüdische am jüdischen Anarchismus. Das heißt, wir kommen nicht darum herum, über nationales oder religiöses Selbstverständnis zu sprechen. Ich wurde im Vorfeld des Vortrags gebeten, nicht über den jüdischen religiösen Anarchismus zu sprechen, weil ich habe das in einem anderen Vortrag schon gemacht. Das ist mein Feld. Das ist ein sehr interessantes und spannendes Feld. Das gibt es auch. Ich werde das hier beschränken auf säkulare Formen des jüdischen Anarchismus, also nationale Selbstverständnisse. Darüber müssen wir auch sprechen, das ist der zweite Teil. Und dann schließlich, der dritte Teil soll dann ein sehr offensichtlicher Ausdruck jüdischen Anarchismus sein. Das sind die Kibbuzim in Palästina und heute Israel. Also wie sie entstanden sind und wie in den ersten Jahren der Gründung dieser Siedlungen der Anarchismus einfach noch ganz stark ausgeprägt war. Das ist das Programm. Genau, wir fangen an mit einer bekannteren Figur, Emma Goldman, die zusammen mit Alexander Bergmann, so ein Dreamteam des jüdischen Anarchismus waren, also die bekanntesten Vertreter
beide waren im Russischen Kaiserreich geboren worden, emigrierten in die USA und wurden 1919 aus den USA nach Russland abgeschoben im Zuge der sogenannten Palmer Raids, also nach der Februar- und Oktoberrevolution in Russland gab es eine ganz grassierende Kommunistenangst in den USA und man hat dann eben auch Anarchisten abgeschoben und Alexander Bergmann und Emma Goldman waren dabei. Sie waren entsetzt, wie sich die Lage in der Sowjetunion entwickelt hatte, obwohl sie die Revolution natürlich begrüßt hatten. Und bekannt wurden sie dann eben zur Zeit dieser Verfolgungen in den USA, dieser Kommunistenangst in der Zwischenkriegszeit. Der Direktor des FBI, des Federal Bureau of Investigation, bezeichnete Goldman als eine der gefährlichsten Anarchisten in Amerika. Und das ist eine Zuschreibung, eine Fremdzuschreibung, das war sie, kann man jetzt nicht beurteilen, war sie es nicht. Das passiert natürlich vor einem bestimmten Hintergrund, also ein Hintergrund, historischer Hintergrund, der Angst schürte vor diesen Anarchisten. Das sind die Massenproteste gewesen, die in den USA in den 1880er Jahren begannen. Ich skizziere jetzt kurz so den historischen Hintergrund. Bekannt sind die Haymarket-Ausschreitungen in Chicago 1886. Und das waren 3-4 Jahrzehnte in Nordamerika und in Osteuropa, in denen Massendemonstrationen stattfanden und Streiks für gesetzliche Arbeitsregelungen, für eine 10-Stunden-Arbeitswoche, die 8-Stunden-Arbeitswoche war noch nicht in Sicht, gegen Kinderarbeit. Das war eine Zeit der Industriekatastrophen, wie zum Beispiel der Brand in der Triangle Shirtwaist Factory 1911, zu dem es kam, weil die Arbeitsschutzstandards fehlten. Also es waren jetzt nur so ein paar Schlagworte, in welchem Kontext das der Anarchismus und der jüdische Anarchismus entstanden sind. Und damit haben sich natürlich auch jüdische Anarchistinnen und Anarchisten immer auseinandersetzen müssen. Bei Emma Goldman ist es so, bei ihr, dass sie explizit von sich sagt, ich bin keine jüdische Anarchistin, also bei ihr liegt dieses Selbstverständnis nicht vor, obwohl sie gerne in der Literatur auch mal als solche bezeichnet wird und dann wird dann begründet, ja, sie hat sich so nicht verstanden, aber sie entstammt eben diesem Milieu, dieser jüdischen Tradition und das ist da so Werte wie Gerechtigkeit und Nächstenliebe gebe und so weiter. Das hat sie so nicht gesehen und deswegen würde ich das auch nicht vertreten. Sie hat sich gegen Chaim Schidlowski, ein Zeitgenosse und Sozialist, gewehrt, der von ihr wollte, sie solle sich als jüdische Tochter zur Sache der Juden bekennen. Und sie sagte eben gegen Schidlowski, Social injustice is not confined to my own race. Also soziale Ungerechtigkeit hat mit meiner Herkunft nichts zu tun. Das ist einer von vielen und sehr von vielen Auffassungen. Und ich habe das erstmal angefangen damit, weil A, Emma Goldman bekannt ist und B, wenn man mit solchen Zuschreibungen auch zu tun hat und dann vielleicht auch ein bisschen Vorsicht walten lassen sollte. Also bei ihr war es ganz klar, sie versteht sich als Teil des abstrakten Kollektivs Menschheit und nicht als Teil eines nationalen Kollektivs, das konkurriere mit anderen nationalen Entitäten. Dann wiederum gab es andere jüdische Anarchisten, die begannen auf Jiddisch zu schreiben. Die Sweatshop Poets, die waren explizit Anarchisten, waren die erste Gruppe jiddischer Dichter. Danach folgten viele, auch sehr, ist eine ganz vielfältige Literatur. Die jiddische Literatur hat, gut, ich gehe nicht drauf ein, also
die Anarchisten waren die Ersten. Und sie waren die Ersten, die in der jüdischen Dichtung als Schule bezeichnet werden können, also die Schule gemacht haben. Und ihre Hochphase lag in den 1890er Jahren. Bis etwa 1910 verfassten sie Gedichte, die bekannt geworden sind, die vertont worden sind, die zu Hymnen der jüdischen Arbeiterbewegung geworden sind. Und das ist die Zeit, die ich vorhin skizziert habe, also die Zeit, in der die Sweatshops in großer Zahl die Textilindustrie prägten. Warum sage ich das? Das ist Gegenstand dieser Gedichte. Also sie schrieben über die Arbeitsbedingungen, über das Leid. Tuberkulose war ja weit verbreitet, die Schneiderkrankheit. Es waren einfach erbärmliche Verhältnisse, wie man sie heute in einigen Ländern auch immer noch hat. Keine Arbeitsschutzregularien. All das haben sie in ihren Gedichten beschrieben. Und die wurden dann bekannt als Leo Wiener die Gedichte von Morris Rosenfeld ins Englische übersetzte, 1898 als Songs of the Ghetto. Das gibt es auch auf Deutsch. Ja, was ich jetzt überspringe, ist, was wir aber am Ende noch machen können, wenn ihr Zeit habt und Lust habt oder die Diskussion nicht so läuft, können wir auch noch ein Gedicht von denen lesen, auf Jiddisch, was ich dabei habe, und ihr könnt es in der Übersetzung mitlesen. Festzuhalten bleibt, für diese Dichter war die jiddische Sprache zentral, also die Sprache der jüdischen Massen in Osteuropa. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Jiddisch die Lingua Franca in jüdischen Gemeinden. Man kannte natürlich Hebräisch. Die hebräische Ausbildung beginnt im Alter von 3, manchmal 5 Jahren. Aber im Alltagsbereich und in spezifischen anderen Bereichen auch wurde Jiddisch einfach verwendet. Und diese Dichter der Massen, der arbeitenden Massen, haben diese Sprache sich zu eigen gemacht und haben sie auf ein höheres Niveau heben wollen und ja, die ersten Gedichte verfasst. Insofern gibt es hier eine Selbstverortung in einem jüdischen Kontext. Man kann sie deswegen auch in meiner Meinung nach als jüdische Anarchisten bezeichnen. Auch obwohl sie antireligiös waren. Die Gedichte sind ganz, ganz scharf antireligiöse Gedichte gegen die Religion, was eine kleine Paradoxie enthält, denn sie entstammen, ihr seht ja die Geburtsjahre, einer Zeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die jüdische Aufklärung in Osteuropa und in den USA, also in den USA reden wir von vielen Eingewanderten aus Osteuropa, also eine Zeit, in der die jüdische Aufklärung noch nicht gegriffen hat. Das heißt, alle, die zu der Zeit geboren sind, sind in diesen traditionellen, beengenden Verhältnissen des Städtel aufgewachsen und wollten daraus. Das heißt, sie mussten sich manchmal zu 150% von dieser Tradition lösen, von der jüdischen Tradition lösen und sozusagen mit diesem Erbe, das sie ablehnen, aufräumen und dadurch sich diesem Erbe zuwenden. Das meine ich mit Paradoxie und das merkt man eben diesen Gedichten an, dass die jüdische Tradition sehr gut kennen, dass sie damit aufgewachsen sind, natürlich verankert sind und sich davon ablösen. Und das taten sie. Ganz spektakulär. Wir sprechen jetzt über Nordamerika und auch England. In London gab es diese Phänomene auch. In Bällen und Umzügen, an Yom Kippur natürlich, also an den höchsten jüdischen Feiertagen. Man demonstrierte öffentlich, es war ganz wichtig, öffentlich Freude zu demonstrieren an diesem Trauertag, Alkohol zu trinken, Zigarren zu rauchen, Schweinefleisch zu essen und so weiter. Also diese Ablehnung der jüdischen Tradition war sehr wichtig für diese Dichter. Das spiegelte sich dann auch in Satiren, die veröffentlicht wurden. Also es gibt eine ganze Reihe
an literarischen Publikationen, Veröffentlichungen, die sich kritisch mit der jüdischen Tradition auseinandersetzen, also die den frommen Juden lächerlich machen, ihn als naiv darstellen, unwissend, hilflos. Der kann mit bestimmten Phänomenen in der Gesellschaft nicht umgehen, er weiß sie nicht zu lösen, als rückständig. Und sie haben auch Gebete, die sie kannten, umgeschrieben und daraus Parodien gemacht. Also insofern sehe ich schon eine sehr starke Verbindung zu der Tradition, die sie ablehnen. Dann sind noch zwei Personen zu nennen, für die ich jetzt keine Bilder finden konnte. Das sind Yankev Merison und Katharina Merison. Beide waren für die Kropotkin-Literaturgesellschaft tätig, ein Verein eigentlich, der 1913 gegründet wurde in Philadelphia. Und dort, dieser Verein übersetzte ganz viele wissenschaftliche Werke aus der nichtjüdischen Literatur ins Jiddische, also darunter Soziologen, Liberale und Anarchisten, die ins Jiddisch übersetzt wurden. Darwin gibt es auf Jiddisch, Karl Marx, klar. Herbert Spencer auch war sehr wichtig als Vordenker für die Anarchisten. Max Stirner, Anarchist selbst. Enrico Malatesta auch. Peter Kropotkin wurde sehr früh schon ins Jiddische übersetzt. John Stuart Mill, also ein liberaler Denker. Und Henrik Ibsen. Wurden im Rahmen dieses Vereins Kropotkin Literaturgesellschaft übersetzt, und das waren Übersetzungen, die des Nachts angefertigt wurden. Man hat dafür kein Geld gehabt oder gegeben, und Yankev Merison und Katharina Merison, auch seine Frau, haben sich dafür eingesetzt. Neben ihrer Tätigkeit für Zeitschriften haben sie gearbeitet, für verschiedene im redaktionellen Bereich, und es gab auch Drucker. Also es war ganz üblich, dass man diese politische Tätigkeit irgendwie nachts machte und dann 2 Stunden schlief oder auch nicht, und eben unentgeltlich. Ne? Was heute macht man sowas vielleicht höchstens noch im Verein. So. Dann würde ich jetzt angesichts der Zeit die Publikation überspringen, nur kurz zeigen, kurz auf 2 verweisen. Wichtig ist die Freie Arbeiterstimme, eine Wochenzeitung, 1880 gegründet. Sie existierte bis 1977 und ist damit die am längsten existierende jüdisch-anarchistische Zeitschrift. Also in der Regel lösten die sich nach einem Streit nach 2 Jahren, wenn es gut lief, nach 2 Jahren wieder auf. Aber sie hat wirklich sehr lange durchgehalten in diesen knapp fast 80 Jahren, 90 Jahren. Über die gibt es übrigens auch eine Dokumentation im Netz, frei verfügbar, die sehr, sehr schön anzuschauen ist. Also die wurde 1977 gedreht mit der letzten Redaktionssitzung. Das ist ein Blatt, das sich auch explizit als anarchistisch verstand, aber nicht nur Anarchisten druckte. Also hier haben natürlich Anarchisten veröffentlicht, darunter aber Gordin, eine Person, mit der ich mehr zu tun habe, der Kropotkin später ins Hebräische übersetzt hat, die Werke, und Etienne de la Boétie auch ins Hebräische übersetzt hat. Das weiß ich nicht, ob das allen was sagt. Ein französischer Philosoph, der über die freiwillige Unterordnung geschrieben hat im 16. Jahrhundert und also über die, was ja in anarchistischen Kreisen wichtige Frage war: Was ist Herrschaft und wie ist Herrschaft eingewurzelt in das Denken? Und da spielt Etienne de la Boétie mit dem Diskurs über die freiwillige Unterordnung eine wichtige Rolle. Und den hat Gordin ins Hebräisch übersetzt.
Also der hat für die Freie Arbeiterstimme geschrieben und Hermann Frank ist auch noch eine Figur, die viel geschrieben hat. Ich kann noch viele andere Namen nennen. Hermann Frank hat Gustav Landauer ins Jiddische übersetzt. Und dann war es üblich, dass man Exzerpte erstmal in diesen Zeitschriften veröffentlichte. Dann letztes Beispiel, was die Zeitschriften angeht, noch der Arbeiterfreund. Anarchistisch-kommunistischer Organ steht unten drunter von, welches habe ich erwischt, 1922. Der Arbeiterfreund wurde 5 Jahre vor der Freie Arbeiterstimme gegründet, 1885 und in London. Ich wollte noch ein Beispiel aus London geben. Und auch hier haben wir den Fall, dass es eine explizit anarchistische Zeitung ist, die nicht nur Anarchisten druckt, sondern auch die Narodniki, also russische Volksrevolutionäre, sagt man, und andere druckte. Unter anderem auch Boris Winchevsky, der dann später in die USA emigriert und zu diesen Sweatshop-Poets gehört, die wir jetzt schon kennen. Damit habe ich jetzt erstmal schlaglichtartig ein paar Namen genannt, ein paar Publikationen und wollte darauf verweisen, das sind eigentlich unsere Anhaltspunkte, wenn wir von jüdischem Anarchismus sprechen. Wir können uns mit diesen Erklärungen, ja, wir sind Anarchisten, wir fühlen uns verbunden mit der Literatur, mit dem Gedanken an Herrschaftsfreiheit. Damit können wir arbeiten und ich bin immer vorsichtig mit Fremdzuschreibungen. Dann kommen wir zum zweiten Teil des Vortrags. Was ist das Jüdische am jüdischen Anarchismus? Also ich möchte, um zu bestimmen, was jüdischen Anarchismus ist, ich habe gesagt, ich gehe nicht auf Anarchismus und die Prinzipien des Anarchismus ein, sondern will mir genau ansehen, was ist jüdischer Anarchismus und hatte jetzt über den ersten Teil des Vortrags, wir waren gerade an der Schwelle zum zweiten, mir Personen angesehen, die sich so entweder explizit selbst verstehen oder auf Jiddisch publizieren oder die eben sich in ihren Schriften gegen die jüdische Tradition verwehren und sagen, das wollen wir nicht mehr. Das heißt, da ist eine Auseinandersetzung mit dem jüdischen Erbe und das zählt auch als Teil des Selbstverständnisses. Trotzdem, also ich versuche immer auf die Selbstverortungen und die Selbstverständnisse zu schauen. Da, ich habe mit Emma Goldman und Alexander Bergmann angefangen. Die sie kennen, sind bekanntere Figuren, wissen, dass sie sich nicht als jüdische Anarchisten, sondern eher als Universalisten verstanden. Sie sind aber die bekanntesten Figuren, also fängt man auch damit an. Und sie sind ein guter Starter, um zu zeigen, Vorsicht mit Zuschreibungen, wer ist jüdisch und wer nicht. Weil die beiden eben doch sich als universal, als Anarchisten, als Teil der Menschheit verstanden. Wir hatten ganz kurz die historischen Umstände, in denen der Anarchismus und auch der jüdische Anarchismus entstanden sind, also die miserablen Arbeitsbedingungen in den Sweatshops, die man hier im Bild sieht. Und ich bin kurz auf diese Sweatshop-Poets eingegangen, die ersten, die haben die erste Schule in der jiddischen Dichtung begründet und sie waren Anarchisten. Also sie waren einfach die Ersten, die damit angefangen haben und sie haben sich sehr, sehr feindlich mit der jüdischen Tradition auseinandergesetzt. Aber sie haben auf Jiddisch publiziert. Also sie haben diese Sprache der jüdischen Massen sich zu eigen gemacht und wurden dann auch bekannt durch die Übersetzung ins Englische und es gibt es auch auf Deutsch. Die Lieder des Ghetto von Moritz Rosenfeld sind sehr bekannt. Und dann hat man noch, also das waren Personen und dann denke ich, kann man auch gut arbeiten mit Institutionen, also gerade Zeitschriften, die sich explizit so ein anarchistisches
Selbstverständnis geben. Das machen sie in Pamphleten. Sie drucken Anarchisten, sie übersetzen Anarchisten ins Jiddische. Und Vorsicht ist hier, ne? Also die drucken nicht nur Anarchisten, sondern es ist einfach eine Zeitschrift, eine Zeitung, ein Wochenblatt, die Freie Arbeiterstimme, die am längsten auch existiert hat von diesen jiddisch-anarchistischen Zeitschriften. Bis 1977 gab sie. Und sie druckte aber eben nicht nur Anarchisten, sondern sie musste ja von irgendwas leben. Und dann hat sie eben auch andere liberale Denker veröffentlicht. Ja, und richtig die großen Könner der jiddischen Literatur haben dort geschrieben, auch wenn sie sich nicht als Anarchisten verstanden haben. Das ist kein Widerspruch. Das finden wir in vielen Zeitungen. Ein anderes Beispiel ist der Arbeiterfeind in London, 5 Jahre vorher gegründet, 1885, und die Freie Arbeiterstimme 1890. So, das war jetzt ein kurzer Ritt durch den ersten Teil. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Vortrags. Was ist das Jüdische am jüdischen Anarchismus? Und ich wurde gebeten, nicht so sehr auf den religiösen jüdischen Anarchismus einzugehen, der sich mit dieser Traditionsliteratur im Judentum auseinandersetzt, also von den biblischen Schriften, die Propheten, Jesaja, Amos, klasse Propheten, kann man gern mal lesen, wenn man eine Polemik gegen Ungerechtigkeit in der Welt lesen will. Das sind ganz wichtige Bücher, von den biblischen Büchern über die rabbinische Literatur, in der man sich auseinandersetzt mit solchen Themen, wie stehen wir als jüdische Gemeinden in der Diaspora zur Monarchie, zum lokalen Gesetz. Es gibt, also das ist die rabbinische Literatur, 2. bis 11. Jahrhundert etwa. Dann haben wir im Mittelalter die jüdische philosophische Literatur, die sich auch mit solchen Fragen auseinandersetzt, auch mit der, also gerade wenn es dann nach Italien geht, Venedig, die Stadtstaaten, da kommen dann republikanische Ideen. Isaac Abravanel ist so jemand. Also das sind so Bezüge, positive Bezüge, die im 20. Jahrhundert, die jüdische Anarchisten, religiöse Anarchisten im 20. Jahrhundert nehmen konnten, um zu sagen, schaut her, wir haben das auch, das ist unsere Tradition. Darüber soll ich heute nicht sprechen, sondern wir schauen uns den säkularen jüdischen Anarchismus an und gehen ein bisschen zum Thema, was ist eigentlich ein nationales Selbstverständnis um die Zeit 1900 bis 1920. Und dann möchte ich im letzten Teil des Vortrags, also im dritten Teil des Vortrags, dann auf die Kibbuzim zu sprechen kommen. Das bereitet das sozusagen vor. Also was ist das Jüdische am jüdischen Anarchismus? Es gibt, wenn wir schauen, was verbindet die Personen, die sich als anarchistisch verstehen miteinander, hatte ich schon angedeutet, dann haben wir oft das Aufwachsen im Städtel, also gemeinsame historische Erfahrungen, kann man als Marker sozusagen der Zugehörigkeit ansehen, dass wir hier mit einer Gruppe von Personen zu tun haben, die in einem jüdischen Milieu aufgewachsen sind. Und diese historischen Erfahrungen, gerade im Russischen Reich, 19. Jahrhundert, Anfang 20. sind gekennzeichnet durch Fremdzuschreibungen an diese Gemeinden als jüdische Gemeinden. Das sind Beschränkungen gewesen, es waren Siedlungsbeschränkungen, Beschränkung der Ausübung der Berufe, Beschränkung des Zugangs zu höheren Bildungseinrichtungen oder die Beschränkung der Anwendung der eigenen Sprache. Also das heißt, man ist so aufgewachsen, dass man das andere ist. Es gehört zu dieser Geschichte mit dazu. Man kann das ablegen und sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, wie das Emma Goldman gemacht hat. Aber das ist historischen Erfahrungen gehören, wenn wir jüdischen Anarchismus beschreiben, mit dazu. Und unterscheidet übrigens den
jüdischen Anarchismus, auch der häufig aus Osteuropa kommt, nicht ohne Grund aus Osteuropa kommt, von westeuropäischen Formen jüdischen Lebens. Denn im Westen gab es, also wir reden über Frankreich, das Deutsche Reich, gab es einen größeren Handlungsspielraum für Jüdinnen und Juden und rechtliche Freiheiten, worüber sich dann das akkulturierte jüdische Bürgertum entwickelte und nicht wie im Osten, im Russischen Reich oder im Osten Österreich-Ungarns, wo die Forderungen der nicht nur Anarchisten, wir reden auch über Sozialisten und Zionisten, viel radikaler waren, weil sie eben nicht diese, also nicht aus einem akkulturierten bürgerlichen Milieu kamen, sondern das war die große, breite jüdische Arbeiterbewegung. Und um zu verstehen, wie radikal und hochgradig freiheitlich und modern, auch im heutigen Sinne, diese Ansichten waren, gehen wir jetzt ganz kurz auf Karl Renner ein, der sehr großen Einfluss ausübte auf die Arbeiterbewegung im Osten und dann auch mit den Emigrationswellen in Palästina, also Einfluss ausübte auf die auf das ideengeschichtliche Leben in den Kibbuzim. Karl Renner war Verfassungsjurist in Wien. Der versuchte Österreich-Ungarn als Vielvölkerstaat zu verstehen und diese Idee zu erhalten. Während des Ersten Weltkriegs war schon klar, das zerfällt, dieser Vielvölkerstaat. Und er prägte schon im 19. Jahrhundert mit seinen Schriften gemeinsam mit Otto Bauer die intellektuelle Strömung des Austromarxismus. Für uns heute und in der knappen Zeit relevant ist die Untersuchung, die er verfasste, Staat und Nation, 1899 erschienen, in der er das Modell der nationalkulturellen Autonomie ausarbeitete. Und das wird dann immens wichtig für die jüdischen Anarchisten und Sozialisten in Osteuropa. Renner bestimmte den Begriff Nation als geistige und kulturelle Gemeinschaft mit einer nennenswerten Nationalliteratur als Ausdruck dieser Kulturgemeinschaft. Ja, eine geistige und kulturelle Gemeinschaft, also Nationalliteratur ist wichtig. Nicht die Abstammung, nicht die Sprache. Sprache auch, aber viel wichtiger, diese Nationalliteratur, die entstanden ist. Und er widersprach zu jener den anderen zeitgenössischen Sozialisten, bei denen die Ansicht vom Nationalstaat als unangefochtener, moderner politischer Organisationsform vorherrschte. Also die gab es natürlich auch. Und er sagte, der Nationalstaat, der auf dem Territorialprinzip beruht, treibt Konflikte zwischen den Nationen eher aus sich heraus oder verschärft diese Konflikte, anstatt sie aufzulösen. Ja, also geht ganz eindeutig in eine anarchistische Argumentationslinie rein. Und Renner befürwortet außerdem das Personalitätsprinzip. Das heißt, jede Nation soll sich nicht von oben definiert, sondern von unten durch eine freiwillige Erklärung der Mitgliedschaft als gesetzlich anerkannte Körperschaft kommen und konstituieren. Also jeder erklärt seine Zugehörigkeit, zum Beispiel zur jüdischen Nation oder auch nicht. Bei Emma Goldman wäre das nicht der Fall gewesen, dann eben nicht. Und diese Körperschaften, die dann entstehen, sollen vom Staat, von einem Vielvölkerstaat auch anerkannt werden. Und bei Renner hieß nationale Autonomie, dass diese Körperschaften, zu denen sich die Mitglieder zusammenschließen,
auch die Autorität haben, Dekrete zu verabschieden, also sind natürlich selbstverwaltet, demokratisch legitimiert durch Wahlen. Sie dürfen Dekrete verabschieden, sie dürfen Steuern erheben, sie dürfen eigenen Besitz auch haben und im kulturellen Bereich die alleinige Entscheidungsbefugnis haben. Als Verkehrssprache dient die jeweilige Volkssprache. Was heißt das für das jüdische Leben, für die, die Renner adaptiert haben in Osteuropa? Das heißt, wir können Steuern eintreiben, wir können jiddische Schulen aufbauen, wir können, wenn wir wollen, auch Hebräisch unterrichten. Das ist dann Sache, unsere eigene Sache. Wir dürfen das entscheiden. Wir dürfen Theater fördern. Und wir können sogar, wenn es verfassungsmäßig garantiert ist, und das war es auch für eine kurze Zeit in der Ukraine nach dem Ersten Weltkrieg und in Litauen, weil es eben viele gab, die sich dafür eingesetzt haben, wenn es verfassungsmäßig garantiert ist, dürfen wir auch Steuern vom Staat bekommen. Also das Modell ist hochliberal, wie man sich es heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie Minderheiten eben ihre kulturelle Zugehörigkeit in so einem Vielvölkerstaat organisieren dürfen. Das ist Renner. Und der war sehr beliebt, vor allem beim Bund. Zum Bund gehörte in den Anfangsjahren gehörten sehr viele Anarchisten. Der Bund, das Akronym, die Abkürzung für den Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund in Russland, Litauen und Polen, also eine sozialistisch-jüdische Massenorganisation, 1897 in Wilna gegründet, 1917 in Russland verboten. Nach der Oktoberrevolution werden führende Mitglieder hingerichtet und er existiert dann nur noch in Russland, in Polen weiter. Und wird dort in Polen bis zum Zweiten Weltkrieg die stärkste jüdische Partei. Also hat schon immens Einfluss. Ich sagte schon, in Anfangsjahren waren viele Anarchisten in dieser Bewegung. Und das ist diese Massenorganisation, die Renners Idee aufgenommen hat. Also gerade mit diesem Personalitätsprinzip konnte man im Bund gut umgehen. Die Diskussion um das Verhältnis jüdischer Nationalität zum universalistischen Prinzip, zu dem Gedanken, wir sind eine Menschheit, die waren immer heiß. Also die wurden immer geführt, aber gerade mit, was Renner eben beschrieben hat, diese Selbstverpflichtung, die Selbstzugehörigkeit, damit konnte der Bund gut arbeiten. Und nebenbei, für die, die es nicht wissen, der Bund war auch einer der wichtigsten Organisationen, die dann in Polen in der Zwischenkriegszeit jiddische Schulen aufgebaut hat, also jiddische Kultur gefördert hat. Also das heißt, ich wollte damit darauf verweisen, Renner war sehr populär in diesem sozialistischen Milieu, in dem die Forderung dann gestellt wurde, dass man Russland in einen Vielvölkerstaat verwandelt und die Nationalitäten sich selbst verwalten sollten. Und das waren Ideen, die vermittelt über Buber, sage ich gleich was dazu, auch Eingang in den Jeschuv fanden. Also Jeschuv ist wörtlich das sich niederlassen, also in die Besiedlung des Landes Palästina. Es gab einen nicht unwesentlichen Teil der zionistischen Bewegung, der sich auch auf Renner bezog und der nicht darauf bestand, dass die nationale Not der Juden territorial zu lindern sei. Also da ist nur das Stichwort genannt, das Konzept der Gegenwartsarbeit, falls ihr das mal googeln oder recherchieren wollt. Das waren etwas, was Zionisten in Osteuropa sehr, sehr stark vorangetrieben haben. Also das Bemühen um Minderheitenschutz in den Ländern, in denen Juden leben. Das heißt also rechtlich, und was hatte ich vorhin auch schon erwähnt, dass es das in Litauen auch schon gab und
in den 1917 bis 19, Anfang 1918 in der Ukraine auch. Also ein rechtlicher Schutz, der in den Verfassungen festgeschrieben ist, oder eben, das war ein Teil der zionistischen Bewegung oder zur Gegenwartsarbeit gehört auch die, also nicht nur die, das Bemühen um rechtlichen, auf der rechtlichen Ebene, sondern auch die Organisation von Selbstverteidigungseinheiten als Schutz gegen Übergriffe und Pogrome in den Ländern, in denen Juden lebten. Also die zionistische Bewegung war mit dem Kulturzionismus und mit dem Stichwort Gegenwartsarbeit sehr viel breiter, sehr viel vielfältiger, als man das sich an heute noch erinnert. Wichtige Figur, wer es mal nachschlagen will, war Leo Motzkin, der sich auf der Friedenskonferenz 1919 darum bemühte, dass die Siegermächte, die Nachfolgestaaten, Österreich-Ungarn, also sprich Polen und Ungarn, die beiden haben sich am meisten dagegen gestellt, gezwungen werden, Minderheitenschutzrechte aufzunehmen. Ich hatte ihn schon genannt, zu diesem Teil der zionistischen Bewegung gehört auch der Kulturzionismus. Das Prager Milieu ist hier ein Beispiel, der Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochba. Dazu gehörte Hugo Bergmann, der dann später der erste Präsident der Hebräischen Universität wird, Robert Welsch und Hans Kohn, auch ein wichtiger, spannender Autor, wenn ihr euch mit Nationalismus in Osteuropa auseinandersetzen wollt. Hans Kohn hat viel über Nation und Nationalismus geschrieben und über dieses Verhältnis die Lage des Nationalismus in Vielvölkerstaaten. Ist sicher auch ein spannender Autor, wenn man sich heute noch Gedanken machen will über, was könnte Europa, die Idee Europa eigentlich noch heißen. Wenn wir Minderheiten schützen wollen, liest Hans Kohn. Welsch, Bergmann und Kohn gründeten 1925 in Jerusalem die Gruppe Brit Shalom, die ein binationales Gemeinwesen von Juden und Arabern in Palästina befürwortete und dafür warb. Und sie haben sich explizit auf Renner bezogen, jetzt schließe ich den Kreis. So kam also der Geist Renners auch in den Yeshuv. Der Yeshuv geht zurück, jetzt kommen wir so langsam zur Geschichte der Kibbutzim und zum anarchistischen Charakter der Kibbutzim, also zum letzten Teil des Vortrags. Der Yeshuv geht zurück zur Zeit vor 1880, das nennt man den alten Yeshuv. Das waren zwischen 13.000 und 20.000 Juden vor 1880 in den religiösen Zentren Jerusalem, Zfat oder Safed genannt, Tiberias und Hebron. Der alte Yeshuv war noch sehr stark auf Spenden angewiesen, weil das in der Regel religiöse Gemeinden waren, die studierten, die Tora studierten und kein eigenes Einkommen hatten. Das nennt man die Chaluka, diese Spenden aus dem Ausland. Ab 1881, also nach den Pogromen in Russland, als 20.000 Juden mehrheitlich in die USA flohen, auch Argentinien, ein kleiner Teil nach Palästina, also ins Osmanische Reich. Ab 1881 spricht man dann vom neuen Yeshuv, also darunter waren dann einige, die bewusst in Palästina siedeln wollten, aus Russland, auch Jemen, also zur ersten Aliyah gehören auch jemenitische Jüdinnen und Juden. Und diese erste Einwanderung um 1881 beginnt oder markiert den Beginn von insgesamt 6 Einwanderungswellen, Aliyot, und der neue Yeshuv entsteht. Also ich hatte schon gesagt, es ist eine bewusste Entscheidung, nach Palästina zu gehen, dort zu siedeln. Auch eine bewusste Entscheidung, nicht abhängig sein zu wollen von Spenden, sondern durch eigene Arbeit eine
eigene jüdische Ökonomie aufzubauen. Die ersten Siedler kamen aus der Bilu-Bewegung und sie gründeten Dörfer, die heute Städte sind. Also die ersten Städte waren Rishon LeZion, Rosh Pina, Zichron Yaakov, Gedera und Petach Tikva. Das war 1881, machen wir einen kleinen Sprung zu 1903, ein verheerende Pogrome in Kischinjew lösen den Beginn der zweiten Aliyah aus, die zweite Einwanderungswelle. Ab 1903 entstehen die ersten Proto-Kibbuzim, also bewusste Siedlungen, wo man sich eben diese eigene Ökonomie aufbauen wollte und auch mit dem intellektuellen Hintergrund hinging, die Arbeit zu suchen, vor allem die Landarbeit. Industrie war ja kaum vorhanden. Und die, ja, auch, es waren auch viele sozialistische Menschen mit dabei, die kooperativ wirtschaften wollten, die kleine Siedlungen aufbauen wollten. Also es gab die ersten Kibbuzim neben dem den Kibbutz neben dem Moschav. Der Moschav ist eine andere Art der Besiedlung, ist stärker hierarchisch strukturiert. Es gibt Bezahlung der Arbeit und ja, das Einkommen wird je nach individueller Beteiligung verteilt. Trotzdem, die Moschawim waren auch kooperativ wirtschaftende Dörfer, die man könnte eher sagen, die, also Franz Oppenheimer hat hier war einer derer, die die Idee dazu begründet hatten, und der war anarchistisch geneigt, aber man könnte es eher als sozialdemokratische Siedlungen verstehen, die da entstanden sind, die Moschawim, neben der Moschave, neben dem Kibbutz. Ab 1919 kamen etwa 35.000 Immigranten nach Palästina. Wieder verheerende Pogrome in der Ukraine und in Polen mit 70.000 bis 250.000 Todesopfern und 500.000 Obdachlosen. Diese Einwanderer waren jetzt 1919 viel besser darauf vorbereitet, weil es ja auch durch den Briefwechsel wusste man ja auch, worauf man sich einließ, wenn man nach Palästina ging. Malaria, Typhus, schwierige Lebensbedingungen. Sie wussten, worauf sie sich einlassen, und sie sprachen besser Hebräisch, also wollten auch ein hebräischsprachiges Gemeinwesen aufbauen, und zum Teil reisten sie als Gruppe dann nach Palästina. Also das war dann, die Pogrome waren eher so ein Katalysator von etwas, was vorher auch schon vorbereitet worden war. 1920 wird Kropotkins anarchistischer Kommunismus auf Hebräisch das erste Mal veröffentlicht, und dann folgen auch andere Übersetzungen wie 1923 die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt oder auch dann kurz darauf die große französische Revolution. Das sind dann Indikatoren dafür, dass natürlich in diesen Kibbuzim Anarchisten waren, die neben der körperlich anstrengenden Arbeit auch noch übersetzten und diese Bücher in Umlauf brachten. Ich möchte euch jetzt noch eine der Hauptfiguren vorstellen, die in diesen Kibbuzim wirkte. Es gibt noch viele andere, über die man sprechen könnte, die auch zum jüdischen Anarchismus gehören. Ich habe mir jemanden rausgesucht, der umstritten war, und vielleicht können wir dann, haben wir doch noch 10 Minuten Zeit, noch darüber zu sprechen, oder 15, weil wir ja nicht nur über jüdischen Anarchismus sprechen, sondern auch, es ist ja auch ein Teil des Anarchismus, was ich jetzt beschreibe. Also eine der Hauptfiguren des jüdischen Anarchismus bei der Besiedlung Palästinas war Aaron David Gordon. Nicht Gordin, sondern Gordon. 1922 gestorben.
Er hatte großen Einfluss auf eine der Hauptrichtungen, wie sich die Kibbuzim organisierten und dann auch nach innen selbst verstanden, und zwar die Hapoel HaZair-Bewegung, der junge Arbeiter. Er war eine charismatische Figur, das liest man immer wieder über ihn. Gordon liebte die körperliche Arbeit und die Natur und sah in der körperlichen Arbeit so ähnlich wie Thoreau, wenn ihr schon mal von ihm gehört habt, Henry David Thoreau, eine heilende Kraft. Vor allem, also es ist eine Figur, ähnlich auch, also Thoreau, ähnlich auch Tolstoi, waren Anarchisten abgestoßen von der Technisierung und der Bürokratisierung der Welt und suchten eine Art von Heilung in einem anderen Lebensstil. Und bei Gordon war es eben die körperlich schwere Arbeit auf dem Feld, die er, ja, wie gesagt, sehr liebte. Und in der er auch eine Bedeutung sah, eine Bedeutung, sich in eins zu werden mit dem Kosmos. Also in der Arbeit wird ein geistiger Wert beigemessen. Und es wird vor allem, das haben wir bei Tolstoi ganz stark und bei Gordon auch, Gordon bezieht sich übrigens auf Tolstoi, wird das einfache Leben, das sich selbst genügt, hochgelobt. Und das ist eben diese Idee, die er da, die er leben wollte und die er, ja, die sich dann durchgesetzt hat in der Hapoel HaZair-Bewegung. Ihr habt schon gehört, als ich den Kosmos erwähnte, dieses Konzept von Arbeit hat auch eine religiöse Komponente. Es gibt in seinen Schriften auch Bezüge zur Mystik und zum Chassidismus. Das ist eine jüdische, pietistische Frömmigkeitsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert. Das ist auf jeden Fall auch religiös konnotiert, religiös aufgeladen, obwohl Gordon selber nicht betete. Also er war nicht in der Hinsicht fromm, dass er betete, sondern er sah eben in der Arbeit und in dem täglichen Tun einen Weg, die Schöpfung Gottes zu heiligen. Wichtig ist auch, in seinen Schriften findet sich kein Gedanke an eine Staatsgründung. Gut, wir reden über die Zeit um 1910, das ist noch nicht, da ist es noch nicht akut oder aktuell. Seine Schriften waren auch sehr anti-westlich geprägt, gegen den Lebensstil vieler westlicher Juden gerichtet, die in seinen Augen zu sehr sich angepasst hatten an die Umgebungskultur. Und sie waren antimarxistisch. Also auch der Marxismus war für Gordon, setzte dieses mechanistische Bild vom Menschen, von der Arbeit, von der Gesellschaft fort. Ja, also für ihn, was immer wieder auftaucht in seinen Schriften, ist der Alltag des Einzelnen, also des Menschen in seiner Gemeinschaft. Gesellschaft verändert sich nicht, solange sich der Einzelne nicht verändert. Und das ist so sein Hauptargument, was er gegen den Kommunismus ins Feld führt. Wir können nicht von oben herab Veränderung diktieren und dann blutig durchsetzen, wie es ja auch geschehen ist, sondern wir brauchen die individuelle Veränderung von unten, die von unten kommt, in der Menschen sich frei entfalten können. Aaron David Gordon ist nicht unumstritten, ich hatte es schon angedeutet, weil er von rechts wie von links in Beschlag genommen wird und auch adaptiert werden kann. Er hat sich da auch nie positioniert, also er war gegen jeden Ismus, wie er das sagte, wollte sich nicht als Anarchist verstehen. Es gibt israelische Historiker, die ihn als faschistische Figur beschreiben. Andere wiederum sehen in ihm einen Linksradikalen,
demokratischen, der eine humanistische Schule des europäischen Romantizismus vertrat, mit einer ganz offenen Feindschaft gegen den modernen Industriekapitalismus. Also Horrocks, es ist hier einer, der dieses Buch jüngst herausgegeben, also es ist jetzt auf Deutsch erschienen, Gelebte Revolution, Anarchismus in der Kibbutz-Bewegung von James Horrocks, es gibt es schon länger auf Englisch und ist jetzt auf Deutsch erschienen. Er sieht in Gordon einen Vertreter, also einen Anarchisten, der pazifistischen Kommunitarismus vertrat und sich einfach nicht vereinnahmen lassen wollte von späteren Entwicklungen, die im Land dann kamen. Und weil er eben auch geschwiegen hat zur Frage der Gründung eines Staates. Es gibt noch einen interessanten Hinweis, den ich hier auch nicht verschweigen will, auch den ich in dem Buch gefunden habe von Eugene Lynn, das Buch Prophet of Community. Da wird das nachgezeichnet, wie verschiedene europäische linke, sozialistisch-anarchistische Denker, auch Landauer, sich in dieser romantischen Tradition verorteten, sich auf Herder bezogen, auch das nationale Kollektiv positiv werteten und also für sich reklamierten und aber eben nicht diese gerade Linie von Herder zu den Faschisten zu zeichnen ist, sondern wir auch diese humanistische Linie haben. Das fand ich einen spannenden Gedanken. Die Kibbutzim, die sich aus diesen frühen Anfängen, also Gordon und den ersten, ja, ab 1903 Siedlungen eben entwickelten, waren in den jungen Jahren noch sehr freiheitlich, also da war noch vieles im Aufbau, bevor dann in den 1930er Jahren die Institutionalisierung einsetzte und dann auch die doktrinären Spaltungen immer stärker wurden. Was sich dann bis lange in die 1980er Jahre, 1990er auch hielt, war die Struktur der Kibbutzim, der Selbstverwaltung, der direkten Mitbestimmung, also die Vollversammlung, die Assefa, tagte jede Woche. Dort wurde alles besprochen, also von politischen Problemen bis hin zu, darf jemand einen Fernseher bekommen? Also natürlich auch, also es gab ja keinen Privatbesitz, sondern das Vermögen aller, die dort arbeiteten, auch derer, die außerhalb arbeiten, also im Kibbutz lebten, dann nach Jerusalem an die Uni fuhren und das Professorengehalt wurde auf das Konto des Kibbutz überwiesen. Und dann entschied die Assefa, was damit gemacht wird mit diesem Geld. Also diese Strukturen, die hielten sich noch bis spät in die 1990er Jahre. Auch, dass alle das gleiche Stimmrecht haben, hält sich bis heute. Nur eben die Frage nach dem Privateigentum, die wurde so nach, die erodierte nach und nach, weil dann wollten dann manche auch reisen oder einen Fernseher haben oder waren alt und brauchten was, was sie eben gerne haben wollten. Und dadurch hat sich das so nach und nach aufgelöst in den Kibbutzim. Heute leben 50 bis 2000 Menschen in einem Kibbutz, also im Schnitt zwischen 400 und 500, also sind im Grunde kleine Dörfer. Und es gibt Stand 2009 269 Siedlungen, die dann in einer landesweiten Föderation organisiert sind. So. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Ich kann jetzt noch was zum Anarchismus in Israel heute sagen, oder wir öffnen für Fragen. Mir ist beides recht. Ist ein Mikrofon verfügbar? Bitte gerne anzeigen. Wir machen dann bis 19 Uhr noch eine Fragerunde. Wer möchte der Erste sein? Da ist er. Okay.
Also uns würde der Anarchismus in Israel und im Jüdischen heute interessieren. Okay, dann mache ich weiter. Okay, alles klar, ich sehe Zustimmung. Also, es gibt israelische Anarchisten, AnarchistInnen, die in verschiedenen Gruppen organisiert sind. Sie sind marginal, also das kann man nicht, ist einfach so, so wie auch die linken Parteien in Israel sehr zu kämpfen haben. Es gibt eine sehr laute Friedensbewegung, die man auch immer wieder in den Nachrichten sieht, aber trotzdem gibt es auch neben dieser Friedensbewegung, also die Gesellschaft ist so hälftig gespalten, einen doch recht starken Alltagsrassismus, habe ich so wahrgenommen, und eine sehr stark militarisierte Gesellschaft. Also diese, das Bedürfnis, das legitime Bedürfnis nach Sicherheit hat einfach dazu geführt, dass die Armee in Israel einen sehr, sehr hohen Stellenwert bekommen hat und dass es sich auch durch alle Bereiche des Alltags zieht. Das liberale Denken, wenn ihr allerdings, das gibt es natürlich auch noch in Israel, viele gehen leider weg aus dem Land. Ich freue mich natürlich, wenn sie in Deutschland leben wollen, aber ihr findet das liberale Denken, wenn ihr es sucht, je mehr ihr ins akademische Milieu kommt, das heißt, dort sind dann, also vor allem in den Geisteswissenschaften, sind Landauer und Buber noch bekannt. Dort sind auch die Utopien der Zionisten vor der Staatsgründung noch bekannt, also binationales Gemeinwesen und so. Das findet ihr dann eher im akademischen Bereich. Dort wird das auch noch diskutiert, aber selbst mit denen, wenn ich mit denen, mit Historikern spreche, die sagen, naja, es ist schwierig. Also man weiß, man lernt darüber nicht viel in den Schulen und auch das Arabische wird nicht so in den Schulen gelehrt, wie es vielleicht gelehrt werden sollte, dass da ein Umlenken des gesellschaftlichen Klimas stattfinden könnte. Nebenbei, das waren Utopien, die ähnlich der Schweiz, ne, also eine multiföderale Struktur, Mehrsprachigkeit, das war alles mal angedacht für den Staat, der dort zu gründen war. Und diese Utopien sind, so sehe ich das, durch den Stummzwang der Verhältnisse verloren gegangen. Mir selbst ist keine palästinensisch-anarchistische Bewegung bekannt. Ich würde mich freuen, wenn das hier in der Runde, wenn ich aufgeklärt werden könnte. Aber es gibt solche palästinensische Aktivisten, die mit israelischen zusammenarbeiten in der Achdut-Einheit-Bewegung. Das ist auch eine kleine Bewegung, Achdut, die in bestimmten Bereichen sehr aktiv ist, also Ökologie, Tierschutz, Kriegsdienstverweigerung, Frieden, klar. Seit Beginn der zweiten Intifada im Jahr September 2000 konzentriert diese Bewegung ihre Aktivitäten mehr auf die Aktivitäten hauptsächlich auf Proteste gegen die Besetzung von Land oder Neubau von Siedlungen oder gegen den Bau des Zauns bzw. der Mauer in einigen Ortschaften, der israelisches Gebiet von palästinensischen trennt. Also da gibt es sozusagen eine Verengung der Aktivitäten dieser Bewegung. Das sind zum Beispiel die Anarchists Against the Wall 2003, die sich gegründet. Dann habe ich schon gesagt, es gibt Gruppen, die Kriegsdienstverweigerer unterstützen. Es gibt die Bat Shalom, eine Solidaritätsgruppe für Frauen in beiden Gebieten. Es gibt das Arabisch-Jüdische Zentrum für Gleichheit und Zusammenarbeit im Negev, der Wüste. Und einige andere Zentren für Zusammenarbeit. Vielleicht habt ihr in den Nachrichten verfolgt. 2015 hat sich Omdim Biyachad gegründet, Standing Together auf Englisch, oder Wir stehen zusammen. Auch eine israelisch-palästinensische Organisation, die eine wichtige Rolle bei den Protesten gegen den Gaza-Krieg spielt.
spielt und vor allem eben die Verhandlungen fordert, um die Geiseln freizulassen. Dann vielleicht noch spannend zu hören, es gibt ein Dorf, das nennt sich Neve Shalom, das 1976 gegründet wurde. Es liegt zwischen Jerusalem und Tel Aviv und dort findet das statt, was viele sich wünschen, dass es mehr stattfinden sollte in Israel. Also es gibt dieses Zusammenleben von jüdischen und arabischen Israelis, das haben wir sowieso in Israel, also in Städten wie Haifa ist es ja ganz ausgeprägt. Aber dort gibt es auch Schulen, Kindergärten, die eben zweisprachig funktionieren und wo beide Sprachen aktiv gesprochen werden. Das waren jetzt Beispiele, da wo nicht immer Anarchisten aktiv sind, aber die eben in dieses Milieu mit reingehören, in dem sie sich bewegen. Die Sprache spielt eine immens wichtige Rolle. Und es gibt sehr wenige, auch das habe ich oft im Gespräch gehört oder kann man auch in Studien lesen, die beide Sprachen beherrschen. Insgesamt ist die anarchistische Bewegung in Israel sehr klein. Es fehlt, so würde ich sagen, so ein gemeinsamen Gedanken, wo es hingehen könnte, eine Art Utopie. Und zwar eine Utopie, die beide Narrative von Vertreibung und Flucht integrieren kann und nebeneinander behandeln kann und nicht gegeneinander ausspielen muss, weil in der Regel sich einseitig für entweder das israelische Sicherheitsinteresse oder das palästinensische, das Recht auf die palästinensische Forderung auf nach Selbstbestimmung positioniert. Und damit kommt man keinen Schritt weiter in dem Konflikt. Das machen alle und das muss meiner Meinung nach muss man das nicht weiter betreiben. Ja, das war das, was ich vorbereitet habe. Gibt es jetzt noch Fragen? Wir haben jetzt noch 7 Minuten. Genau, für 7 Minuten. Hier ist eine Meldung. Ja. Mir ist nicht ganz klar, reden wir, wenn wir über jüdische Anarchistinnen reden, einfach über Menschen, die zum Beispiel jetzt in einer jüdischen Familie geboren wurden und dann Anarchisten werden und dann aber sich eigentlich nicht, also dann zum Beispiel atheistisch sind, was irgendwie auch gut zum Anarchismus passt. Oder reden wir über Leute, die denken, ja, Anarchismus und Judentum, das passt richtig gut zusammen, so wie jetzt zum Beispiel bei Tolstoi mit dem Christentum oder so. Nochmal den letzten Halbsatz. So wie jetzt bei Tolstoi ist es ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Tolstoi ist christlicher Anarchist, dann meinen wir ja nicht sowas wie, seine Oma geht in die Kirche oder so, sondern wir meinen, dass der denkt, dass Christentum und Anarchismus richtig gut zusammenpassen. Aha, okay. Ich bin damit vorsichtig zu sagen, jemand, der in dem Städtel aufgewachsen ist oder in Russland aufgewachsen ist, in einer jüdischen Gemeinde aufgewachsen ist, sich dann davon abwendet, als jüdischen Anarchisten zu bezeichnen, insbesondere wie bei Emma Goldman, wenn dann explizit gesagt wird, nein, das bin ich nicht dazu, ich gehöre nicht dazu. Unterdrückung ist unabhängig von meiner Rasse, hatte ich vorhin kurz zitiert, also damals benutzte sie den Begriff noch. Das ist dann sozusagen, das wäre eine Fremdzuschreibung, die ich vornehme. Aber was ich schon, wo ich schon argumentieren würde, sind eben historische Bedingungen, wie jemand aufgewachsen ist in Russland zum Beispiel und dann emigriert, anfängt Gedichte auf Jiddisch zu schreiben, ist schon mal ein Hinweis auf diese Herkunft und auch auf eine Entscheidung, diese Sprache zu überwinden und nicht Englisch zu verwenden, oder zu sagen, das ist meine Sprache, ich eigne mir die an und ich will sie verfeinern, kultivieren, das machen ja Dichter. Dann hatte ich die Sweatshop-Poets angeführt als Dichter, die ganz explizit antireligiös waren, aber dann eben Schweinefleisch essen mussten, um zu zeigen, wie antireligiös sie waren. Also da sehe ich einfach einen Bezug zur Tradition, die man ablehnt. Deswegen würde ich schon sagen, die Sweatshop-Poets waren jüdische Anarchisten, auch wenn sie sich nicht jüdisch im religiösen Sinne verstanden, sondern natürlich hatten sie konnten sich noch nicht richtig lösen von dieser Tradition. Weil wirkliche Freiheit wäre gewesen zu sagen, ich mache was ganz anderes. Ich muss mich nicht mit der Tradition beschäftigen.
Aber sie hatten eben doch diese Notwendigkeit gesehen, die Massen aufzuklären und so ein Gedicht, diese Gedichte zu schreiben wie, und Parodien, also Gebete umzuschreiben in Parodien und sich lustig zu machen über die Frommen. Sie sind nicht gut weggekommen. Ich hatte, während du über... Kleiner Satz noch, also es gab natürlich auch die, gut, das ist jetzt eben so, es gibt jetzt einen schönen, der muss noch übersetzt werden ins Deutsche, also Anarchism Yehudi Dati, der jüdisch-religiöse Anarchismus. Das ist eine Studie von Amnon Shapira, 2015 erschienen, und der setzt sich mit ganz vielen Denkern der Tradition auseinander und sagt, dass der Anarchismus überhaupt was Jüdisches ist. Da wäre ich natürlich auch vorsichtig. trotzdem, also es ist natürlich ein modernes Konzept, das im 19. Jahrhundert entstanden ist. Ne? Und dann kommen vor allem erst in den 1920er Jahren Anarchisten dazu, die sagen, wir sind jüdisch, wir sind jüdische Anarchisten, wir verstehen uns als jüdisch und wir vertreten das. Und dann nehmen wir auch die jüdische religiöse Tradition in Anspruch für die Theoriebildung. Ich hatte kurz noch recherchiert zu anarchistischen Gruppen in Palästina und bin auf Fauda gestoßen. Fauda. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte dir beim Recherchieren dann nur noch halb zugehört, deswegen hoffe ich, du hast es nicht schon selber erwähnt. Aber die werden erwähnt in einem Interview auf anarchismus.de. Das Interview heißt Anarchie oder Anarchismus in Israel, Interview mit der Gruppe Anarchy in 48. Ich habe ganz wenig verstanden und vor allem nicht die Frage. Es war keine Frage, es war ein Hinweis darauf, auf eine anarchistische, ich glaube Band hattest du gesagt, ne? Oder? Palästinensisch anarchistische Gruppe, die man, wo man ein Interview nachlesen kann, anarchismus.de. Wir sind jetzt ziemlich genau am Ende der Zeit. 2 Minuten noch, also eine ganz kurze Frage, eine ganz kurze Antwort. Hi, ganz lieb gefragt. Was ist denn die Begründung dafür, dass man sich vor allen Dingen jetzt eben nicht auf den jüdisch-religiösen Anarchismus fokussiert hat? Also warum das nicht? Warum die Sweatshop-Polls so stark antireligiös waren? Nee, warum das hier in diesem Talk warum das erstmal keine Rolle gespielt hat. Ja. Da müsste ich ein bisschen länger ausholen. Ich versuche mal eine kurze Antwort. Ich würde sagen, man musste tatsächlich erstmal frei brechen. Das ist so ähnlich wie in der Entwicklung eines Einzelnen in der Pubertät. Du musst erstmal das genaue Gegenteil machen, bevor du wieder zurückkommen kannst und auswählen kannst, welche Elemente du verwenden willst oder nicht. So stelle ich mir das vor. Tatsächlich, das Städteleben war sehr beengt. Also man hat ja keine Möglichkeiten, keine wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die Arbeitsmöglichkeiten waren beschränkt. Man musste da raus, man musste in die Fabrik. Also, und dann hat sich tatsächlich die Orthodoxie auch im 19. Jahrhundert in Russland schwierig verhalten. Das wäre aber ein anderer Vortrag. Genau. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Wir sind jetzt am Ende unseres Zeitslots angekommen. Vielen Dank an Linian.